zu einem neuen Short Review Review Video und es geht um Pickups. Es ist wieder Ende eines Monats und ich zeige euch, was sich so angesammelt hat in Neuzugängen oder neuen Sachen in der Sammlung von mir und meinem Bruder. Wir haben ja eine schöne WG mit, wo wir uns viele Sachen teilen an schönen Schätzchen. Und ich fange einfach an. Ihr seht ein bisschen, was ist auf dem Tisch, aber der wird sich noch richtig gut füllen. Ich fange am besten erstmal mit Mangas an. Das sind so meine Neuzugänge an Mangas. Ich habe hier den neuen, jetzt ist es falsch rum, aber den neuen Gigant Nummer 6. Richtig darüber. Platz wird schaffen. Ich habe den Nummer 39 von Seven Deadly Sins. Es gibt den neuen Band von One Piece. Das ist Nummer 98. Das heißt noch zwei Stück und wir haben auch schon Band 100 erreicht. Und damit ist die Sammlung groß. Hätte ich nie gedacht. Ich habe, glaube ich, sehr früh angefangen. Also ich habe fast von, ich habe nicht von Beginn an, ich glaube, ich war Band 30, habe ich angefangen zu sammeln. Also in dem Sinne habe ich 70 Bände auch täglich jetzt gekauft. Ach du Scheiße. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Egal. Spielt keine Rolle. Band 98, Fairy Tale, ihr wisst, auch eine meiner Lieblingsserien von 100 Jahre Quest oder 100 Years Quest. Nummer 7, die Fortsetzungsgeschichte der klassischen Serie, ist auch neu. Und hier haben wir auch schon fast Nummer 100. Ach, mein Fussel, irgendwo hergekommen. Detektiv Conan, die Krimiserie habe ich auch etwas später angefangen zu sammeln. Aber mittlerweile habe ich auch schon unter 50, da hatte ich Nummer 50 damals angefangen. Jetzt ist Band 99. 100 kommt auch, noch dieses Jahr, 2021. Bin gespannt, liebt die Krimiserie. Da kommt auch noch der neue Movie raus, den will ich dann auch euch zeigen, wenn ich ihn habe, auf die Blu-ray. Ja. Das ist erstmal Mangas, das ist leichte Kost. Gehen wir gleich zum Thema Games über. Games habe ich ein paar. Ich habe ein paar PlayStation 1 Spiele in der Sammlung. Die habe ich auf der Straße gefunden. Ja, auf der Straße gefunden. Beziehungsweise mein Bruder, aber die finden sich auf der Straße. Achtet mal auf Kartons, wo steht zu verschenken. Man fährt zur Arbeit, morgens mit dem Fahrrad. Was war mein Bruder so? Er fuhr zur Arbeit und sieht einen Karton da liegen. Vor der Haustür steht zu verschenken drauf. Und er guckt rein und findet dann diese, was sind das so, wie 5 PlayStation 1 Spiele. So. Und weil es so schön ist, sagt man sich, nehme ich sie mit. Und was ist dabei? Das ist ja gerade das Schöne. Fangen wir an. Es ist Disneys Hercules dabei. Auch ein ganz tolles Jump'n'Run. Sehr liebevoll gemacht mit Originalszenen aus dem Film. Echt klasse. Ja, gesuchtes Stück, weil die Disney-Spiele wirklich immer sehr gut sind. Ja, dann kam es schon ein bisschen interessanter. Desperate Dungeon. Ja, keine Spiegelung drin. Auch ein sehr schönes Spiel. Die sind übrigens alle vollständig. Handbuch, die Höhlen sind teilweise ein bisschen angeditscht, aber auch noch in gutem Zustand. Und die CDs sehen gut aus. Einige haben leichte Gebrauchsspuren, aber mit einmal putzen, alles super. Also in dem Sinne, das Trap Dungeon, auch ein schöner Titel. Dann die Stadt der verlorenen Kinder. Habe ich auch nicht gespielt, soll aber so ein kleines 3D-RPG sein, also beziehungsweise Adventure besser gesagt. Nicht schlecht, habe ich noch nicht angespielt. Ich habe einen Teil schon angespielt, aber noch nicht den. Auch sehr nicht schlecht. Dann kommt schon ein Highlight, auch was ich als in der Sammlung dann unbedingt haben, oder beziehungsweise wir, Diablo. So. Echt klasse. Vollständig. Das ist ja der Rollenspiel-Klassiker. Seltsam ist nur, dass der auch ein bisschen schief ist, aber das ist halt, ist trotzdem original, ist keine Fälschung. Also findet mal sowas, das ist schon ein sehr, sehr teurer Titel. Genauso wie Kudelka. Auch vollständig, alles ist dabei, Handbuch, perfekt. Also, was lerne ich aus dieser ganzen Sache? Achtet auf Kartons oder Kisten, die irgendwo rumstehen und wo vielleicht zu verschenken dran steht. Es lohnt sich da reinzugucken, weil das sind schon ein paar schöne Schätzchen. Das. Ja, dafür bin ich vielleicht zu ein. Oder euch, habt ihr sowas auch schon gehabt? Schreibt es in die Kommentare. Na gut, ich mag es, wenn in den Kommentaren was gesteht. Ich will euch diskutieren in den Kommentaren. Das macht immer Spaß. So, dann mache ich noch weiter. Lego kommt auch jetzt ein bisschen.
Da habe ich als erstes kurz zweite Vertretung. Da werde ich auch noch komplett einblenden, was ich habe. Und zwar gibt es so kleine Figuren-Sets von Marvel und besonders von den What If-Charakteren, also von der Marvel-Serie What If, beziehungsweise auch überhaupt von den Marvel-Serien. Da habe ich jetzt hier Doctor Strange Spider-Man einmal und Falcon als Captain Falcon oder wie man auch Captain America Falcon. Auch sehr, sehr klasse. Die Figuren sind jetzt hier stellvertretenderweise. Ich habe noch viel mehr davon, beziehungsweise mein Bruder. Und die werde ich jetzt auch euch einblenden. Dazu auch noch ein paar Lego-Sets, die ich jetzt hier euch nicht zeigen kann, weil ich sie gerade nicht zur Griffbereit hatte. Also hier kurz der Einspieler. Hier ein Blick auf alle Figuren dieser Lego Marvel Studios Serie. Aus Marvels What If Captain Carter, Zombie Captain America, Black Panther als Star-Lord, Gamora und Dr. Peter Parker Strange. Hier sind Falcon and the Winter Soldier. WandaVision ist mit Wanda, Monica Rambeau und White Vision vertreten. Aus Loki natürlich Loki und Sylvie samt Frosch Thor und Krokodil Loki. Lego Star Wars The Clone Wars mit dem Kampf zwischen Ahsoka und Darth Maul im Mandalore-Thronsaal. Eine echt coole Batman-Helmbüste aus dem Tim Burton Batman-Film. Lego Super Mario Power-Up Anzüge, Handwerker Mario und Pinguin Mario. Als großer DuckTales-Fan dürfen Brickheads von Dagobert, Tick, Trick und Track sowie Donut nicht fehlen. Ein Set von der Captain Carter Marvel What If Episode. Und absolut genial, Brotors Bude aus Avengers Endgame. Mit Lego geht's natürlich weiter. Ich habe jetzt hier auch, hat auch was mit Games zu tun, zwei kleine Sets von Mario. Von dem Mario-Set, da kann man ja jetzt so Kostüme kaufen. Hier ist ein Froschkostüm, hier als Propeller-Typ, wie auch immer. Auch sehr, sehr schön. Ein größeres Set, das ist das Expanso-Set. Auch sehr, sehr schick. Dann spielt man ja gerade mit Mario. Kann sich auch sehen lassen. Da kommt er mal hin. Müssen wir aufbauen. Wird sowieso voll wieder. Kennt das, der Tisch wird immer voll. Ich habe auch mitgenommen diesen schönen Flyer. Da kann man sehen, was es so alles gibt. Ob die Flyer mal was wert werden, weiß ich nicht. Heutzutage früher nahm ich viel die mit und die sind heute Sammlerstücke, von ich denke von Transformers, Mask, Dino Riders. Gut, die habe ich nicht von Dino Riders, aber von Transformers. Das sind heute echt gefragte Stücke, weil die man als Fan das natürlich auch gerne hier anguckt. Also Mario, Lego Mario, hat auch ein schönes Cover, wie gesagt, musste ich auch mitnehmen. Ist jetzt nichts Besonderes, noch nicht. Aber vielleicht geht es irgendwann weiter mit was Besonderem. So, und jetzt kommt schon was Besonderes weiter. Ich gucke gerade, was ich als erstes nehme. Als erstes zeige ich euch von den Brickheads Mandalorian Set mit dem Child und mit dem Mando, beziehungsweise mit Grogu. Auch sehr, sehr schick geworden. Habe ich jetzt bei Toys R Us. Ich war bei Toys R Us, beziehungsweise nicht Toys R Us, das ist ja nicht mehr, es ist jetzt Swiss Toys. Ich wohne in der Nähe von Hamburg und dann war mein nächster Swiss Toys Lübeck. So, da bin ich hingefahren. Mein Bruder wollte ein paar Lego-Stücke haben, alles perfekt. Wie gesagt, war noch ein Angebot da. Das Set hat, ich habe 20 Euro bezahlt. Es war also schön aufgesetzt. Ein bisschen Angebot, also wirklich toll. Überlege gerade, wie ich das hinstelle. Das Paket noch mal ein Stück vor, das packt auch noch aus. Da kommt auch noch ein paar Figürchen davor. Ich stelle es mal jetzt hier hin. Es kommt noch ein bisschen was Größeres, was ich dahinter stellen will. Genauso wie ich zwei andere Lego-Sets mitgenommen habe. Und zwar, so, ist richtig drin? Nein, war falsch schon. Das Lego-Raumschiff von The Bad Batch von der TV-Serie, der Fortsetzungsserie sozusagen von Clone Wars. Sehr geil mit den allen Hauptfiguren aus der Serie. Hier könnt ihr das auch mal schön bewundern. Echt klasse. Das war da gerade im Angebot, deswegen bin ich auch unter anderem hin, auch wegen Transformers, aber das kommt noch. Transformers kommt auch noch. Eine ganze Menge sogar. Also, das hat sich. Und ich glaube, weil damit ihr besser sehen könnt, muss ich das Paket erstmal zum Boden stellen. Denn das nächste Lego-Set, auch Lego Star Wars, der Kreuzer von den Mandalorianern. Hier mit unten mit Bo-Katan und Gar Saxon aus der Clone Wars Serie, echt klasse. Und dadurch, dass es ja jetzt in der Mandalorian Serie auch vorgekommen ist, einfach nur klasse.
schönes Set. Ach, kriegen wir es da oben auch noch hin. Ja, super. Deswegen, ja, kann man sehen. Da war ich bei Toys R Us. Ich sag mal Toys R Us. Swiss Toys ist es ja jetzt. Lego, Playmobil, all das findet man super. Aber ich muss jetzt echt eine Kritik loswerden, weil ich hatte es bisher nur gehört durch andere Geschäfte, dass gerade diese kurzen Firmen, weil ich jetzt auf Transformers raus war, und Transformers muss ich sagen, und auch ich habe auch von Bekannten aus unserem Forum nach Masters geguckt, und Masters war so eine kleine Ecke, das ist wirklich 1 Meter mal 1 Meter, also wirklich nicht viel mehr, und das war so ein riesen Store wie Swiss Toys. Und was war das? Bestand, also aus was bestand die Masters-Ecke? Aus 2 Armen He-Man, den, ich glaube, den Battle-Armored-He-Man und Battle-Armored-Skeletor und den normalen He-Man und Skeletor. Und dann gab es noch Panther, also den Skeletor-Panther und Battle-Cat. Und ein Fahrzeug, jetzt, ich glaube, Landshark heißt das. Bin ich so der Masters-Experte. Das waren die einzigen Masters-Sachen, die es da gab. Und das ist echt enttäuschend. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und Transformers war, ja, die Hälfte von dem, 50 cm mal ein. Da waren ein paar Figuren von den neuen von Kingdom. Ich habe eine Figur wirklich da mitgenommen, die zeige ich euch noch. Eine Figur wirklich nur. Obwohl es traurig ist, wenn ich sehe in Süddeutschland Fotos von Leuten, die in Süddeutschland sind, dann sind die groß, die Regale. Dann sieht man da auch die Figuren von der Studioserie 86 oder von den anderen, von den, ja, viel mehr Auswahl. Das habe ich da nicht. Also ich weiß, dass es hier im Norden mal anders war. Mittlerweile ist es echt wenig geworden. Es ist enttäuschend geworden. Also dafür hat sich fast die Fahrt dahin nicht gelohnt. Und ich fahre von meiner Wohnung aus knappe 1/2 Stunde, ist eine Strecke. Ich fand es sehr enttäuschend. Ich hatte schon gehört durch ein anderes Geschäft, dass mir jemand sagte, ja, die Firmen wie Hasbro und Co., die wollen den Norden teilweise, ich nenne mal Hamburg aus, nicht so gut bestücken, weil da die Kaufkraft nicht so stark ist. Die haben sich auf den süddeutschen Raum verstärkt. Und es gab zum Beispiel auch hier ein Geschäft, das hatte Anweisung, eine Ladenkette hier in Norddeutschland, die sollte, konnte Masters nur bestellen, aber durfte nichts für die Geschäfte bestellen, weil das die Firmen nicht wollten. Die wollten das im süddeutschen Raum haben. Ja, scheinbar ist das wirklich so. Und dadurch ist auch viele Sachen, auch für Transformers und so weiter, sehr wenig zu finden. Fündig wurde ich trotzdem. Also, und bevor ich jetzt zu Transformers komme, ich habe noch was anderes gefunden, was auch dazu passt, nämlich Star Wars. Und Star Wars konnte ich nicht widerstehen, einige Figuren zu kaufen. Da gab es noch ein bisschen, Star Wars ist auch ein bisschen besser vertreten noch. Aber was im Actionfiguren-Sektor sieht, ist schon sehr enttäuschend, was da bei Swiss Toys liegt. Aber nehmen wir hin, ich habe jetzt ich habe ein paar Figuren normal mitgenommen aus den normalen Regalen, aber ich bin auch, und das ist auch ein Tipp für euch, geht mal in den Sale-Bereich. In den Sale-Bereich ist, da sind oft die Restbestände, runtergesetzte Sachen, ausgelaufene Sachen, und da habe ich jetzt 3 Figuren gefunden, die, ja, also jetzt für meinen Bruder aus einer Star Wars-Serie, und zwar aus der Star Wars-Serie Resistance, das ist eine Animationsserie, die, ja, zur neuen Trilogie, also mit Rey und Co. gehört, und da habe ich 3 Hauptfiguren gefunden. Ich muss jetzt wirklich gucken, ich bin nicht so vertraut. Tora Dosa, auch ein sehr schönes Artwork, also dieser Zeichenstil gefällt mir auch wirklich, und auch die Figur ist sehr detailliert. Kann man vielleicht auch sehen. Und hier ist die Hauptfigur, Cass Ciono, auch sehr, sehr schön. Auch hier könnt ihr sehen, sehr detaillierte Figur, sehr toll gemacht. Noch die 3. im Bunde. Könnt ihr auch sehen. So, ich will nicht immer. Ihr sollt die Figur sehen, nicht mich. Das ist immer schwierig. Auch sehr, sehr schön sind die Figuren. Waren jetzt für 5 Euro das Stück. Haben mal auch um die 15 Euro gekostet, glaube ich, oder 10 Euro, also mindestens die Hälfte. Und dafür hat sich dann das gelohnt. Jetzt sind die noch in sehr guten Zustand alle. Ich habe darauf geachtet, dass dann, ja, dass sie im Heil sind, was mir dann auch wichtig ist. Wenn man schon die Chance hat, günstiger zu mitzunehmen, dann die besten auch auszusuchen. So, aber bei Star Wars geht's weiter. Ich habe noch 3 weitere Figuren. Alles Mandalorianer. Und zwar zu den, in den Vintage-Style habe ich mir Mando geholt. Das ist jetzt die erste Rüstung aus den ersten Folgen der ersten Staffel. Also diese, bevor er sein Beskar-Arme richtig hat. Also
sieht das so ein bisschen battle-damaged aus, beziehungsweise er sieht immerhin mitgenommen aus, was so ein bisschen an den klassischen Boba Fett erinnert. Und gehen wir dahin. Parallel dazu auch nochmal einzeln, es gibt ihn auch mit dem Kind zusammen, mit The Child oder mit Grogu. Einmal den Mando einzeln in dieser schönen Beskar-Armor-Rüstung. Und ich mag dieses Vintage-Design. Das erinnert mich immer an diese klassische Zeit, wo ich mit aufgewachsen bin in den 80ern, wo ich Star Wars rekreditierter Sachen gesammelt habe. In die Sammlung bei mir kommen jetzt nur ausgewählte Figuren, Figuren, zu denen ich irgendwie eine Beziehung habe, beziehungsweise ja, die ich gut finde. Und deswegen, ja, packe ich. Es wird nicht jede Figur. Also ich muss nicht 80 Stunden drum haben, ich brauche keine Armee. Und deswegen geht das eigentlich. So, da kommt noch die letzte und das, wie soll es anders sein, Boba Fett. Richtig toll, hier dieses klassische, verrückte Artwork von der Kampfreihe Jabba's Segelschiff. Auch die Figur ist sehr, sehr schön detailliert. Also macht wirklich Spaß, sich anzugucken und hat so ein Nostalgie-Feeling dabei. Also ich finde es wirklich toll. Schön, wenn wir die Figuren sehen können. Ein schönes Foto auch noch davon machen kann. So, bevor ich zu Transformers gehe, hier habt ihr die noch schon stehen. Das ist eigentlich auch, ist es ein Upgrade? Ja und nein. Und zwar, ich hatte euch ja mal gezeigt, meinen Battle Beast, diesen Sly Fox, glaube ich, heißt der. Der hatte, hoffe ich, kann man sehen. Ich versuche es mal, dass es deutlich wird. Der hat so rote Augen. Und ich habe einen anderen gefunden, der ein bisschen besser ist, aber auch abgeschlagen, wie ich damals sagte, weiße Farbe ist nicht dolle. Aber ihr könnt jetzt vielleicht sehen, der hat ganz genau blaue Augen. Ich weiß nicht, ob sie komplett abgeplatzt sind, ob die Farbe nicht ganz gehalten hat. Aber der war im sehr guten Zustand im Vergleich. Wie gesagt, wie ich beim letzten Mal schon im Video zeigte, wo ich den gezeigt habe. Weiß ist, hat nicht wirklich gehalten auf dem Plastik. Aber die Figuren ist sozusagen vom Battle Beast in meiner Sammlung dazu. Die wird ja langsam größer. Das kann ich ja nicht sagen. Langsam. Achso, Star Wars gibt es noch eine einzige Ergänzung. Ich habe auch noch aus der Star Wars Black Serie eine Figur gekauft. Ja, das sind keine Schwestern drin. Das ist Grogu, Baby Child. Oder das Child. Schön mit dem Frosch, der Kugel, seiner kleinen Schale. Einfach klasse. Es ist eigentlich witzig, wenn man so sieht, die großen Black Series sind ja, mindestens so groß wie so eine Figur in den Boxen und dann gibt es Klein Grogu so. Hat jetzt einen Zehner gekostet. Das war für mich dann einfach mitnehmen, weil also die Figur ist einfach klasse und ja, besser geht's nicht. Das ist auch schon sehr, sehr schick. Und da haben wir jetzt schon eine ganze Menge eigentlich auf dem Tisch und es ist noch längst nicht alles, was es an Pickups gibt. Denn jetzt geht es wirklich mit Transformers weiter. Mein Lieblingssammelgebiet momentan für mich. Das meiste hiervon ist, bis auf die, ja, das meiste gehört mein Bruder, die Figuren meines für mein Bruder mitgenommen. Aber ja, ich fange an, das, was ich bei Smith Toys mitgenommen habe, an Transformers. Das war eine einzige Figur, die ich noch nicht hatte, die ich gerne haben wollte. Aus der Saga von Netflix-Serie Elita One, sozusagen Optimus Primes. Frau, Freundin, wie man auch immer sagen möchte, mit der er auch schon in der G1-Zeit eine besondere Beziehung hatte. Die Figur hat jetzt hier auch ein sehr schönes Artwork. Es ist, das ist die Netflix ja, Boxart, die normale ist ein bisschen bunter. Die gibt es auch meistens nur bei Toys R Us, beziehungsweise Smith Toys und so. Die sind immer schon sehr besonders, diese Figuren. Visuell, ja, figurmäßig ist es der gleiche, ja, das gleiche Modell wie RC. Bisschen anders geformt. Oben der Oberkörper ist ein bisschen anders, das Gesicht natürlich anders. Aber transformieren tut sich genauso wie RC, eben halt nur andere Farben. Nur Elita One, ja, wollte ich gerne haben, weil es auch ein besonderer Charakter in der G1-Zeit ist und irgendwie dazugehört. Und für 20 Euro, muss ich sagen, war es sehr günstig. Ja, das war die einzige Figur, die wirklich sich lohnte, auch zu Smith Toys zu fahren für mich, weil die anderen, ja klar, es gab auch ein paar Highlights, es gab einen Cyclonus, den habe ich bereits schon von der War of Cybertron Serie Kingdom, es gab den neuen Scorponok, also den Skorpion, der Beast Wars Figur, die auch bei Kingdom dabei war,
Ja, und es gab ein Inferno. Inferno habe ich auch euch beim letzten Mal gezeigt, hatte ich auch schon. Ja, das war es auch einfach schon. Mehr gab es alles nicht. Und die hatten einige davon doppelt. Von dem hatten sie ein paar noch. Und das war das einzige Interessante. Weil die wirklichen Figuren wie die Studioserie, wo ich gerne den Slack noch gehabt hätte, der war nicht da. Naja, wie dem auch sei, eine Figur haben wir gefunden, aber zum Glück gibt es noch andere Geschäfte, wo man was findet. Und damit fange ich auch an, weil als ich enttäuscht aus Smithers gegangen bin, bin ich Richtung Parkhaus, wollte in mein Auto steigen und ihr müsst euch das Einkaufszentrum in Lübeck vorstellen, ist auf 2 Etagen. In der ersten Etage, man kommt von der Tiefgarage, geht man jetzt nur die erste Etage längs und dann kommt man auch direkt zu Swiss House. Ich bin aber auf dem Rückweg über die erste Etage, also das Erdgeschoss gegangen. Da sah ich Rossmann und mir fiel ein, Moment mal, Rossmann hat doch auch Spielzeug, eine kleine Ecke. Und ich wurde fündig. Ich habe dieses Siege Microbuster Set gefunden. Ein wunderbares Set, klassisch oder nach den klassischen Micromaster-Figuren, ja, neu interpretiert. Auch hier das, was ich schon mal bemängelt habe, selbst vor längerer Zeit, in der Brust dieses Loch eigentlich für die Figuren, wo die Schraube ist, nicht sehr, sehr schön. Da muss ich, wenn ich sie auspacken würde, ein entsprechendes Logo, das sind jetzt die Autobots, würde ich versuchen, dass man so einen Stift mit dem Autobot-Logo da einsetzen kann. Ich habe schon mal mit jemandem gesprochen, der 3D-Drucker hat. Wir würden es herstellen, aber solange ich sie einfach so lasse, bringt das nicht auf. Wenn der Kleber löst sich, hier kann man sehen, guck, der Kleber hat sich gelöst. Da habe ich nichts gemacht. Die sind sehr, sehr gering hier geklebt. Deswegen ja, sind sie leicht offen, aber egal. Ein neues Set. Es gibt noch zig weitere Micromaster-Sets, die mir fehlen, die ich auch gerne hätte. Die originale G1-Figuren, die habe ich sogar von den beiden. Und was ich hier sehr witzig finde, können sich in eine Pistole gemeinsam verwandeln, so eine Art von, und ja, in die Hände der normalen Transformer gegeben. Witzige Idee, absolut witzig. So, kann man das hier oben drauf, ist das die Lasche da ist? Nein, kann ich dadurch nicht. Lege ich mal jetzt hier. Ich habe aber bei Rossmann eine zweite Figur gefunden, eine, die ich wirklich gesucht habe, und die hat mir die ganze Fahrt wieder weggemacht, weil sie ist sehr, sehr schwer zu finden. Ist eine kleine Transformers-Figur, aber beinhaltet einen meiner Lieblingscharaktere. Und die Rede ist von Soundwave. Aus der Core Class Kingdom Serie. Sehr, sehr genial, sehr klein. Mit einem Laserbeak dabei. Ihr könnt es hier auch sehen. Aber der Laserbeak ist nur in der Kassettenform. Er kann sich nicht verwandeln. Sehr, sehr toll. Die Figur ist leider relativ selten, weil die Geschäfte kriegen Kartons und da sind 3-4 verschiedene Figuren drin. In dem Set, wo diese ist, sind eine Menge von dem Ragnoroid oder von diesem Rhinosaurier. Das gibt auch so einen kleinen Skelettsaurier. Und der ist, wenn ihr 10 Figuren habt, ist der 6-mal darin vertreten. Es gibt, glaube ich, dann 2-mal Starscream und 2-mal Soundwave. Ja, dann versucht mal Soundwave zu bekommen. Hat mich jetzt 15 Euro gekostet, was der normale Preis ist. Einfach wunderbar, sieht großartig aus, verwandelt sich auch in einen Kassettenrekorder, passt perfekt zu dem Megatron von der Kingdom Reihe, der auch so groß ist. Einfach klasse, gefällt mir sehr, sehr gut. Das hat mich entschädigt, wieder, kann auch nicht verstehen. Das hat mich auf jeden Fall entschädigt, diese Fahrt genommen zu haben. Ja, weiter geht's noch. Ich habe auch noch online eingekauft. Bei Amazon habe ich es bestellt. Den wollte ich auch noch haben. Habe ich sogar vergessen, beim letzten Mal euch zu zeigen. Den habe ich liegen gelassen. Der Bumblebee mit Spike. Spike Reed mit Hüki. Bumblebee ist jetzt nicht wirklich ein Käfer, obwohl er sehr G1-artig aussieht. Spike, auch wenn man kein Gesicht sieht, in so einem Exo-Anzug. Also das Gesicht sieht man leider nur in dem Artwork. Wie könnt ihr sehen, verwandelt sich. Käfer ist es nicht. Das hat aus Lizenzgründen. Denn, ja, wie soll man sagen, der ist halt eine Lizenz auf den VW-Käfer. Und das hat man wohl nicht immer einkaufen wollen, also hat man ein ähnliches Auto gemacht. Er sieht aber sehr, sehr G1-artig aus und gerade durch Spike, der
seinen ja, Exosuit aus dem Gibbon-Movie eben halt besitzt. Ja, musste ich das einfach haben. Ist klasse. Hat auch 20 Euro gekostet. Wunderbares Set. Gar kein Platz. Ich habe hier noch so viel. Kurzer Break, ich muss die Tische räumen. Der Tisch ist wieder leer. Transformers habe ich da gelassen. Ja, weil es jetzt nur noch um Transformers geht. Alles andere, Lego, Star Wars ist erstmal beiseite. Und nimmt wieder schön Platz und ich kann jetzt den ganzen Star Wars Kram, den ganzen Transformers Kram, den ich noch habe, für die Sammlung, ja, euch zeigen. Fangen wir an mit modernsten Transformers. Und zwar habe ich aus der Siege-Serie in einem kleinen Seitendeal zwei Figuren erworben. Und eigentlich wegen der zweiten Figur habe ich es gemacht. Aber der hatte noch eine Figur, die ich auch cool finde. Und die habe ich dann auch mitgenommen. Ich habe jetzt für beide, ja, ich habe den normalen Preis bezahlt. Und inklusive Versandkosten. Ein Top-Zustand, alles sehr, sehr gut. Einmal Hound. Schön, auch hier ein richtig gutes Artwork. Richtig G1-like. Hier seht ihr auch das Siege-Logo. Er ist jetzt ein bisschen moderner als, ja, für so einen Jeep, aber er sieht hier wie sein G1-Charakter aus. Einfach nur klasse. Der musste sein, den brauchte ich noch, den habe ich noch nicht gehabt. Aber ich habe mir hauptsächlich wegen einer anderen Figur den mitgekauft. Und zwar musste sein Six-Gun. Six-Gun, er sieht jetzt ein bisschen unscheinbar erst aus. Hier habt ihr nochmal das Siege-Logo. Hier er als in cooler Pose, einfach klasse. Ja, was kann ich zu ihm sagen? Six-Gun ist ein Teil von Metroplex. Eigentlich im Original, ich blende hier auch ein Bild von meinem Metroplex ein. Dort seht ihr auch Six-Gun. Six-Gun ist eigentlich eine Figur, die sich aus Teilen von Metroplex zusammengefügt hat. Ein Charakter, der auch nur ganz kurz im Cartoon vorkam. Weiß nicht, hat vielleicht ein, zwei Dialoge, das war es aber auch, ist kurz zu sehen, ist sozusagen ja kein echter Transformer. Auch hier ist es ähnlich und das finde ich nicht schlecht, er sieht toll aus, also die Beine und auch die Arme mit den Kanonen, genauso wie er auch ja, die Teile hat, er wird ja aus verschiedenen Teilen von Metroplex zusammengebaut, genauso sieht er auch aus, einfach klasse. Und hier könnt ihr auch sehen, er kann sich, ist zusammensteckbar. Er ist nicht verwandelbar, er ist zusammensteckbar. Die Einzelteile ergeben ein Raumschiff oder sie sind eine Kampfrüstung für die anderen Transformer, wie jetzt Ironhide. Das finde ich echt klasse, das ist eine tolle Idee. Die haben sie hier jetzt schon als erstes umgesetzt und benutzt. Aktuell ist es in der Kingdom-Reihe bei den Skelettsauriern. Eine tolle Idee, leider nicht im Cartoon vorgekommen, sodass man ein bisschen Schwierigkeiten hat, wie man das spielerisch einsetzt, aber ich finde die Idee klasse. Heutzutage verstehe ich das wahrscheinlich besser, als ich jetzt das Kind verstanden hätte. Aber toll. Sie haben ihn richtig gut getroffen. Die Beine, wie gesagt, wirkten oder waren aus den Kanonen von Metroplex gebaut. Und Seitenkanonen eben halt, diese schwarzen, die er da hinter den Armen hat. Das waren die Arme gleichzeitig. Der war in der klassischen Version nicht bewegbar. Sehr simpel, keine Koloration. Das Autobahn-Logo habe ich mir sogar selbst draufgeklebt, noch war ich von einem anderen Sticker-Set. Hier ist es ein bisschen mehr so ein Raumschiff gemacht, der Oberkörper, das Gesicht ist schon bemalt. Die Kanonen hat er auf dem Rücken, hat er auch als Figur. Ich habe es bei mir, glaube ich, wenn er das Bild gesehen hat, nicht angesteckt. Die stecken bei Metroplex noch auf dem Rücken. Ja. Allein wegen ihm, dafür muss ich das haben. Metroplex ist eine Kultfigur. Ich liebe Metroplex von G1. Und deswegen muss er sein. Vor allen Dingen, weil er seinen Partner kriegt und erst Partner Slammer, den Panzer. Der kommt ihm jetzt als Fuß. Ja. Einfach nur klasse. Wunderbar. So, stellen wir auch hier hin. Ein bisschen so, dass man vielleicht das Artwork sehen kann. Jetzt geht's weiter mit G1. Und zwar fange ich an mit einem Set, was ich gekauft habe. Ganz, ganz günstig, super günstig. Das ist, ja, ich zeig's einfach. Für mich auch eine Kultsache. Es ist nicht im allerbesten Zustand. Reflektor. G1, genial. Ist Teil, einfach klasse. Das ist der Fotoapparat. Das sind drei einzelne Roboter, die sich verwandeln in einen Fotoapparat. Sie haben, sind natürlich auch neu aufgelegt worden, anders, aber hier ja, einfach nur klasse. Hier könnt ihr sehen, klassische Artwork, Textbacks.
Dazu muss man aber sagen, das ist keine offizielle Veröffentlichung, auch es ist offiziell wohl, es ist ein Reissue, eine Wiederauflage, denn Reflektor ist so als Figur, so wunderschön er jetzt auch aussieht, nie herausgekommen. Er ist nachträglich so herausgebracht worden, denn in Amerika gab es ein Mail-In, es war einfach ein Mini-Prospekt, was in Figuren beilag, wo man, wenn man Geld eingesendet hat und Robotpunkte, einen Reflektor kaufen konnte. Nur dieser Reflektor, den man kaufen konnte, war so groß wie jetzt diese Box. Es war wirklich dann auch nur dieser Styroporkasten, der hier drin ist. Ja, der hatte nur eine Box, wo nur aufgedruckt war Transformers. Es war kein Artwork drauf. Es war, glaube ich, ein Reflektorstand drauf, aber es war absolut kein Bild. Es ist wie ein leerer Karton, wie ein Bestellkarton. Es ist nichts Besonderes gewesen. Das ist das Traurige. Und in Europa gab es zusätzlich nur die Diaclone-Version. Die gab es als Box. Richtig tolles Artwork, auch klasse. Auch der erste, einzige, den ich wirklich vor diesem in den Händen hielt. Hätte ich natürlich auch gerne. Den Diaclone hätte ich wesentlich lieber, aber das ist für mich so eine Kindheitssache. Er ist nicht perfekt hier. Die Figuren sind ein bisschen beschädigt, deswegen war es sehr, sehr günstig. Auch nicht ganz vollständig, also sind ein bisschen beim Zusammenstecken, war wohl auch was gebrochen oder verhakt, dadurch hat sich das verklemmt. Die Aufkleber sind nie aufgeklebt worden, das ist leider auch bei manchen Reissues damals, bei den ersten, die von Walmart und Co. kamen, rausgekommen, dass sie teilweise die das Rubbelsymbol nicht unbedingt hatten und auch gleichzeitig, ja, die Aufkleber nicht unbedingt dran geklebt haben. Das ist leider so. Das ist wirklich eine ältere Wiederauflage, auch wenn komplett identisch ist. Hier steht 1984, es ist aber nicht von 84. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist auf jeden Fall, und ich kann hier sehen nochmal, wie die Figuren aussehen, echt toll. Es verwandelt sich auch, oder es ist schon original, man merkt das auch. Es ist halt ein bisschen, die Fotos sind sehr, sehr klar und deutlich. Wie gesagt, es ist ein Reissue. Es gab ein Rubbelsymbol oben, das ist nicht drauf, die Aufkleber fehlen. Es fehlt mir hier, abgesehen, dass die Figuren zwei ein bisschen beschädigt sind, aber es sind sehr gute Qualitäten. Man merkt es auch, wenn man sie anfasst oder sich anguckt. Also es sind sehr, sehr gut. Es ist also jetzt kein K.O. Wie gesagt, eine Wiederauflage in dem Stil. Und mir fehlen die Aufkleber, die fehlen grundsätzlich. Und auch der Verwandlungsprospekt. Die Anleitung, die fehlt leider auch. Ansonsten, die Zubehörteile sind vollständig. Die Figuren so zum Hinstellen ideal, wunderbar, auch wenn der Karton ein bisschen mitgenommen ist. Aber ich habe hier zu einem echt super geilen Preis bekommen, wo ich nicht Nein sagen konnte. Und dafür, ja, hat es sich gelohnt, den mitzunehmen. Auch das Artwork ist immer wieder geil. Das G1-Artwork. Das ist noch richtig schön Transformers. Und G1 geht es ja, wie gesagt, auch weiter. Ich lege es mal hin. Platz ist für mir. Ich habe ein echt günstig bei eBay ein Set mit vier Figuren, vier Reissues von Walmart sollten das sein. Bei 2 weiß ich es hundertprozentig. Bei 2 bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich die Reissues sind. Das Problem ist, womit fange ich an? Fangen wir mal an mit dem ich mir sicher bin. Das ist das Einfachste. Das Einfachste fange ich an mit Rodimus bzw. Hot Rod. Sehr, sehr geil. Hier könnt ihr auch sehen, hinten auf der Rückseite, auch das tolle Artwork einfach. Robotpunkte gibt es nicht mehr. Das ist das neue Hasbro-Logo und das ist ein neues Transformers-Logo. Da könnt ihr sehen. Und so wie hier diese PET, also sprich, dass es Plastik recycelbar ist oder so. Das muss jetzt ja drauf sein. Dann könnt ihr sehen, dass es Reissue ist. Aber toll, dieser G1-Box. Original ist es auch hier ein bisschen runder gewesen. Ich hatte den bisher nur in der japanischen Box. Und wie gesagt, ich habe für vier Figuren, die ich zeige. Und wenn die zwei wirklich Reissue sind, aber auch selbst wenn sie KOs sind, für den Preis von 150 Euro inklusive Versand, das ist sehr günstig. Weil der als Reissue, klar, wenn man in Walmart in Amerika ist, hätte der, glaube ich, $30 gekostet oder so. Und das ist natürlich das, aber ich habe im Endeffekt einen hohen Preis dafür bekommen und das ist wirklich günstig. Also der ist wirklich toll. Ne? Der ist auch richtig schon verpackt. Ich musste ihn öffnen, weil verrückterweise der Wagen war falsch reingesteckt worden. Er war original verklebt, das konnte ich sehen. Aber ich habe ihn an einer Seite dann hier geöffnet und
umgetauscht, damit man eben halt sehen kann, wie er hier ist. Ihr seht auch, hier hat er ein Rubbel-Logo drauf. Das ist ein neueres, auch vorne ist ein Aufkleber, sowas. Wie gesagt, es kommt auf einmal auf Produktion. Nicht immer wurden solche Aufkleber draufgeklebt, auch wenn man original gekauft hat. Wie gesagt, das ist ein wunderschönes Reinsure, war Walmart exklusiv. Die haben ja viel gemacht und machen auch immer noch was. Es ist der klassische und einfach nur toll. Einfach nur toll. Ich lege hier mal hin. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und das ist auch schon ein bisschen wieder, einerseits ist schön klassisch und doch was Modernes dabei. Weil Walmart hat manchmal auch so ein bisschen ja, noch einen Bonus mitgegeben im Endeffekt. Eine Überarbeitung. So habe ich euch ja, hier kann ich es verlinken, ein Video von Tailgate gemacht. Das ist so ein Transformer der klassischen G1-Figur, die etwa so einer Blisterkarte erschienen ist. Da haben sie das Gesicht ein bisschen detaillierter gemacht. Sie haben mehr Farben verwendet. Und bei dem kann ich jetzt nicht sagen, ob sie da noch auch was gemacht haben. Ich habe ihn nicht verwandelt, er ist noch original verpackt, so bleibt er auch. Aber ich habe hier eine andere Figur. Und da könnt ihr auch sehen, da ist ein Teil dabei und auch farblich ist ein bisschen anders als das Original. Aber es ist einfach ein Kult. Starscream. Einfach nur kultig. Das schöne Artwork von der G1. Auch hier hinten Textbacks und auch seht ihr auch neuere Logo. Ihr seht ganz genau, das ist Reinsure. Hier steht es auch nochmal drauf. Den Aufkleber muss ich noch abmachen. Da hatte ich noch nicht Ruhe für. Schönes Artwork, die Textbacks modern. Auch ein deutscher Text drauf. Ein bisschen, finde ich, zusammengestaubt, weil sie doch sehr viele Informationen zusammenpacken wollten. In Deutschland gibt es keinen Walmart, also sie haben wohl das allgemein teilweise vorbereitet. Bei dem sind nur zwei Sprachen dabei, bei dem Hot Rod. Das andere ist, glaube ich, Französisch für Kanada, vermute ich mal, oder? Welche Sprache war das sonst noch? C'est du monde, ja, das klingt Französisch. Also vermute ich mal, dass es für Französisch Kanada oder so war. Der hat auch einen deutschen Text, der hat vier Sprachen drauf, aber es ist eben halt, ja, was soll ich sagen, sehr, sehr schön. Das ist klassisch, auch hier, die Ecken sind nicht rund, die waren abgerundet beim Original. Ja. Es sieht einfach klasse aus. Ich habe ihn so in dieser Form noch nicht gehabt. Das ist ein absoluter Hingucker zum Hinstellen. Was ist sofort... Also, Unterschied ist bei dem auf jeden Fall, dass der in so einer Bubblefolie drin ist. Der war im Original damals in Styropor. So wie er hier zum Beispiel bei dem Reflektor ist. Da ist Styropor. Der hier ist in der Bubblefolie. Der war im Original auch in der Bubblefolie. Also, ich habe ihn noch einmal als japanisches... Ja, auch nur wie in Syr eine Neuauflage, aber... 1 zu 1 das Original und da ist er auch so eine halb und halb. Er ist in einer Bubblefolie plus auf einer Pappe und da war sozusagen diese ja, Bubble-Plastik, diese Plastik-Shell oder Hülle da oben. Naja, bei dem hier, der ist jetzt auch komplett auf der Pappe, aber das Geniale ist, er ist erstmal grauer, nicht beim Original zwischen farbweißer, zwischen weißer. Aber seht ihr das? Da. Megatron als Waffe, die er jetzt auch tragen kann. Und das ist das Geniale, das ist das Neue dabei. Dafür lohnt sich das auch irgendwie. Das sieht wieder cool aus. Man kann ihm sozusagen die Waffe, ich weiß jetzt nicht genau wie, weil ich nehme es nicht raus. Und er bleibt bei mir auch so in dieser Box zum Hinstellen. Er kann sich die Waffe in die Hand nehmen. Das ist so ein Bonus, den die dazu getan haben. Damit lohnt sich diese G1-Figur auf jeden Fall. Ansonsten ist sie sehr identisch. Klar, Materialien sind neuer, aber es ist die gleiche Form und ich denke aber auch alles andere ist gleich. Hier kann man es jetzt nicht wirklich sehen auf der Verwandlung. Die sind natürlich moderner geworden, aber ja, es ist immer noch das Gleiche, es ist einfach nur kultig und ja, es macht doch Spaß, das zu sehen. Das ist für mich G1, da werde ich weich, da werde ich ja, nostalgisch. So. In dem Set, wie gesagt, das sind die zwei Figuren, wo ich hundertprozentig weiß, dass es Reinsure ist. Finde ich auch großartig. Jetzt kommen zwei, wo ich mir nicht sicher bin. Ich weiß, ja, ich weiß, dass sie so aufgelegt wurden. Ich weiß, Reinsure gibt es viele Sachen. Und die ersten Reinsure hatten noch nicht, dass sie diese neuen Logos drauf haben. Die waren 1:1 Kopien. Auflagen, wo man die Boxen reproduziert hat, so wie sie klassisch 1984 rausgekommen sind. Und ich weiß auch, dass die teilweise nicht immer die Aufkleber drauf hatten.
mal hatten sie die drauf nicht. Sie hatten auch nicht immer die Logos drauf, also sprich die Gruppensymbole, die fehlten teilweise. Ich habe auch offiziell, ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch von 19, den Anfang des, von wirklich aus den 80ern sozusagen Figuren, wo kein Gruppensymbol drauf ist, was fehlt. Es war nicht immer drauf. Ist leider so, auch wenn es mal als Proof on Concept und so weiter war, aber es ist leider nicht immer vertreten gewesen. Ich zeige euch jetzt die Figuren. Zwei absolute geniale Figuren, meine Lieblingsfiguren auch mit. Ja, ich fange mit der kleineren an, auch wenn die größere einfach geiler ist, auch genauso geil ist. Aber einer meiner absoluten Favoriten, die Box für mich ein No-Brainer, Soundwave. Ihr seht mit Bump-Off und schön in der Box im Styropor-Case. Der Rückseite schön das Artwork und ja, technisch muss ich sagen, man kann, ich hatte euch ja einmal in einem Video einen Mirage, das war ein definitiver KO, man konnte es merken, man konnte es fühlen, dass der Druck von der Pappe anders war. Wie gesagt, ich weiß, dass die ersten Auflagen von Walmart auch noch nicht so perfekt waren. Sie haben da erst später eben halt mit der Nachfrage die sozusagen verbessert. Das sind auch welche, die in der ersten Ehrenauflage sind. Das sind mehrfach schon aufgelegt worden, die ich jetzt auch zeige. Genauso wie Soundwave jetzt ja auch schon mehrfach aufgelegt worden war. Es steht jetzt hier hinten nicht. Ihr seht jetzt hier kein Mattel. Es steht hier auch im etwas interessanterweise gar kein Datum, sehe ich jetzt gerade. Während hier ja, hier ist jetzt das Moderne. Und hier stand 84, was sie haben. Hier steht gar kein Datum. Oder? Nee, hier unten steht was? Inklusiv? Ne, das ist nur Include. Aber nein, hier steht gar kein Datum. Das macht das auch schon ein bisschen anders. Aber wenn man genau guckt, ganz leicht wirken diese Bilder ein bisschen pixeliger. Das Material hier, also der Karton, fühlt sich echt wie echter Druck an. Und nicht wie Fotokopiedruck. Also das, was ich bei Mirage hatte, da merkte man, dass es fühlte sich an wie ein beklebter Karton. Also als ob man ein Scan ausgedruckt hat, dann hoch auflösen, aber ein bisschen fotoartig. Und das wirkt, das konnte man spüren. Und das hier wirkt sich eben, das fühlt sich wirklich an wie ein echter gedruckter Karton. Ich weiß, wie gesagt, die Ecken sind hier nicht ganz so rund. Das Original waren die gefühlt runder. Aber ihr könnt hier sehen, bei den Textbacks, die sind leicht, das kann man, ich weiß nicht, man sieht ein bisschen, ich versuche es jetzt rein zu sein, unscharf. Das ist ein Zeichen, das haben die nicht immer hingekriegt bei der Produktion. Und auch dieses Plastik, was jetzt hier ist, diese Folie, die ist hier sehr stabil. Das kann man hier auch sehen. Also ich merke nicht, dass es echt ist, selbst da. Aber dieses hier sehr einfach gehalten. Auch ihr seht hier, bei ihm gehört normalerweise wenigstens, gibt es eine Auflage, wie hier seht ihr, mit dem Decepticon-Logo draufgeklebt. Und hier ist teilweise auch anstatt Decepticon-Logo das Rubble-Symbol gewesen. Wie gesagt, in der Reinsure-Version sind die nicht unbedingt draufgeklebt. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich es gibt auch keinen Nachschlag. Ich weiß, sie sind sehr früh aufgelegt worden und wie ich schon erwähnte am Anfang, nicht so, wie dass sie jetzt eindeutig als Reinsure wieder zu erkennen sind. Deswegen bin ich nicht hundertprozentig sicher. Es soll alles Walmart-exklusive sein. Unabhängig davon, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ich habe ihn im Alter noch von 1985 in gebrauchter Form. Ich muss mir da nochmal die Zubehörteile besorgen, denn die habe ich nicht, aber er ist einfach gültig und so in der Box, unabhängig davon, so kann ich mir hinstellen und freue mich, ihn hinzustellen. Er sieht einfach nur geil aus. Ja, was ich da drauf stehe, sieht doch geil aus. Echt. Ich bin sprachlos. Ich stehe mal hier drüben, da habe ich ein bisschen mehr Standfläche. Warum kann er sein? So, jetzt kommt noch eine große Figur. Und da ist es genauso wie bei dem. Das, die gleichen Sachen mit der Pappe fühlt sich genauso an. Das Plastik vorne fühlt sich auch weicher an. Ich habe ihn aufgemacht. Er war auch auf, es stand auch, der war es aus, war auch geöffnet worden. Lag daran, dass das Styropor ein bisschen gebröselt hat. Ich musste es auch aussaugen. Das war lose, aber es ist vollständig. Das ist alles da. Auch, ich habe mir die von der Figur, die habe ich angefühlt und habe eigentlich auch das Gefühl gehabt, die ist, die fühlt sich wertiger. Also es ist schon so, dass es sich nicht anfühlt,
wie billiger gemacht. Aber man weiß es nicht. Es ist ein echtes Schmuckstück und auch so zum Hinstellen top. Das ist Optimus Prime. Wie gesagt, es ist hier, steht wirklich unten mit Datum 1984. Es ist hinten eigentlich wunderbar klar. Das einzige Unscharfe ist, sind bei den Tech-Specs, man kann sich, ich weiß nicht, ob man überhaupt in der Kamera richtig sehen kann, das ist ein bisschen unscharf. Aber es kann auch daran liegen, früher konnte man das nur mit dem, man hat nur so einen roten Folienstreifen gehabt, nur dann konnte man es richtig lesen. Es mag angehen, dass es auch daran liegt, es ist eben halt ein bisschen schwerer zu lesen, aber es wirkt ein bisschen unscharf. Nicht ganz so unscharf wie bei dem Soundwave, aber das ist. Und die Fotos, die wirken matter. Also dem fehlt so ein bisschen an Licht. Ansonsten ist das wirklich qualitativ sehr gut. Es ist stabil. Die Figur im Innern sieht auch toll aus. Hier hat sich jetzt nochmal ein Stück Styropor, wie ihr seht, hier unten. Aber das kann passieren. Sowas kann auch in regulär sein. Das hat sich gebröselt und das hat sich jetzt hier vorgesetzt. Und dann kann man das... Muss ich also nochmal aufmachen. Vielleicht auch eine gute Gelegenheit, nochmal vorsichtig aufzumachen. Ich habe es noch offen hier an der Seite. Hol ich ihn raus, extra für euch. Styropor ist gleich weggefallen. Ihr könnt sehen, die Figur ist da, Ruler. Und ihr könnt auch, dass das hier, das ist, es fühlt sich nicht billig an, das fühlt sich stabil an. Die Figur auch, hat Metallfüße, Metallcockpit. Es fühlt sich alles wertig an. Ja, Gummireifen, auch vom genau so hört sich, es hört sich blöd an, aber es hört sich so an. Bisschen anders, aber da bin ich auch nicht so sicher. Hier hat man jetzt die Zubehörteile, sind hier noch drin. Ich finde, ich habe aber auch nur den klassischen Vergleich. Hier ist seine große Kanone von Prime. Die sieht ein bisschen anders aus als die ich habe, aber ich habe die auch nur von Diaclone, vom Original damals. Und die schmalere Waffe habe ich von dem... damaligen Original Prime. Das hier drin ist alles sehr, sehr gut gemacht. Auch hier der Schlauch von, hier seht ihr den Schlauch, der zur Reparatureinheit oder zur Nachfülleinheit gehört. Gut, dass jetzt das Styropor sich ein bisschen bröselt, das kann durchaus passieren. Das kann auch dem Vorgänger von mir, der sagt ja, er hat es geöffnet. Sowas kann immer mal passieren, dass das Styropor jetzt stabil ist. Aber das ist für mich jetzt nicht das Problem. Die Figur ist super eng drin. Ich habe es rausgeholt. Es wirkt auch ein bisschen bedrängt. Ich wollte sie jetzt nicht rausholen, weil ich Angst habe, sie geht kaputt. Hier ist kein Rubbellogo drauf. Und auch hier, die Aufkleber sehen sehr gut aus. Hier ist diese rote Streifen. Und die Anleitung, also meine Prime-Anleitung, ich habe die noch als Original. Mensch, das ist auch nochmal ein Video, was ich machen kann. Ich einfach mal zeigen, meine Anleitung, welche Figur ich hier habe. Die wirkt dicker und ja, das wirkt. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, das ist ja wie in Zürich eine Nachproduktion, ich kenne da die Unterschiede nicht. Ansonsten ist es sehr, sehr qualitativ und für mich ist es zum Hinstellen gedacht. Aber selbst wenn ich den als KO kaufen würde, bin ich mit 50, 60 bis 100 Euro dabei. Somit, also ich bewusst hätte ich jetzt kein KO gekauft, das muss ich dazu sagen. Ich bin schon jemand, der ein Original hat oder eben ein offizielle Reinsures. Sowas wie er hier ist jetzt eine Ausnahme und das ist natürlich wahnsinnig kultig und auch genial, dass da so eine Erneuerung oder eine Erweiterung dabei ist. Prime gehörte mit den ersten Reinsures, die Walmart gemacht hat. Deswegen ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen und herauszufinden, was da nun wirklich, ja, aber echt ist noch nicht. Da bin ich ein bisschen überfragt dadurch, weil ich von den Unterschieden weiß. Ich weiß auch, dass es Neuauflagen gab. Es ist selbst um das Jahr 2000, weiß ich, gab es schon Neuauflagen. Mein Bruder war in Hongkong teilweise beruflich und hat mir auch Figuren mitgebracht. Das sind Originale, die sind original von Hasbro aufgelegt worden dort. Und da haben sie teilweise Originalverpackung benutzt. Es gab Restbestände und die haben sie wieder verwendet mit Originalformen und alles. Sie haben alles original reproduziert. Es war genehmigt. Aber die haben da sich nicht die Mühe damals gegeben, das Datum zu ändern oder so. Sie sind sehr, sehr hochwertig. Die sind, ja, deswegen ist es manchmal schwierig zu sagen, aus welchen Produktionen das stammt. Er hier ist, wie gesagt, einer der ersten
Neuauflagen gewesen, die bei, oder Reissues, die bei Hartmann Bräumer vertrieben wurden. Deswegen ist es ein bisschen schwierig herauszufinden. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, anders eben halt als bei Hartmann und bei Star Trek. Gut, das ist das, was ich jetzt hier habe. Und das Letzte, was ich noch habe, was es noch gibt momentan, ist hier in dem Paket. Da ist nicht viel drin, aber ich dachte mir, so ein Unboxing macht immer noch mal ein bisschen Spaß. Ich habe, wie ich sagte, nicht reingesehen. Ich weiß zwar, was drin sein soll. Das war ein Kleinanzeigendeal. Da hat jemand ein paar Figuren verkauft. Sind nicht vollständig, sollen aber heil sein. Laut den Bildern sahen sie heil aus. Und ja, zum Hinstellen ist jetzt für mich jetzt keine großartige. Ja, ich habe sie schon, aber nicht in der Form. Nicht einzeln. Und deswegen gucke ich, ihr seht hier, ich muss gucken. Ja, da sehe ich schon den ersten. Und es ist ein Constructicon. Mit einer Waffe. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, ob die überhaupt dazugehört. Er hat auch kein Ruppe-Symbol, Ruppe-Logo. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das Original. Ich muss, da muss ich auch jetzt forschen, weil ich jetzt gar kein Bild vor Augen habe. Ich bin der Meinung, jeder Constructicon hat normalerweise ein Ruppe-Logo gehabt. Das heißt, es ist schon eine Nachauflösung, Produktion. Hier steht 1980, 84, ja. Ist leider auch trotzdem so gewesen. 1980 sind die über eine Diaclone-Reihe rausgekommen und 1984 in der Hasbro-Serie lizenziert. Aber er ist sehr gut in Schuss. Wunderbar. Auch sehr wertig vom Gefühl her. Die Waffe muss ich nochmal gucken, ob die dazu gehört. Auf jeden Fall passt sie. Mit dem Zubehör bin ich jetzt noch nicht so mehr so vertraut. Ich muss da wieder reinkommen. Aber wunderbares Constructicon-Vehicle. Kein Rubbel-Logo, das heißt, es ist eine spätere Auflage. Die allererste hat auf jeden Fall Rubbel-Logos. So, das hängt alles zusammen. Hier fühle ich das nächste. Und es ist ein weiterer Constructicon. Scavenger müsste das sein. Und das ist Mixmaster. Namen habe ich drauf, der ist auch schön heil. Hier seht ihr. Das weiß ich noch nicht. Die Baufahrzeuge schön in lila, sehr sauber geklebt, sehen auch sehr gut im Schuss aus. Lässt sich auch genau noch verwandeln, ist auch heil. Ist Metall, das ist hier zum Verwandeln. Echt klasse. Einfach toll. Die Schraube hier ist ein bisschen gerostet, das ist leider auch, oder diese Niete. Die Schaufel unten ist nicht beweglich, es ist nur hier, also nicht schlecht. Zum Hinstellen wunderbar, wie gesagt auch Zubehör, aber er hat jetzt keine Rubbel-Logos. Das ist das Einzige, wo ich mir jetzt gerade nicht so sicher bin, ob die auch alle Rubbel-Logos hatten oder nur einer von denen. So, und ich muss jetzt gucken, das ist hier alles in so einem Wurst. Drin. Irgendwo soll es noch eine dritte Figur sein, ich fühle sie hier. Ich will ja auch nicht, dass sie auf den Boden fällt. Da ist sie. Ich guck nochmal. Nee, mehr leider nicht. Schön wär's. Und der dritte Constructicon. Scrapper, glaube ich. Ja, die Namen habe ich echt nicht mehr ganz so drauf. Auch vollständig, wunderbar. Auch sehr wertig. Schön die Sachen. Ehrlich. Fehlte mir so noch fürs Regal. Dose. Darum ging es mir hauptsächlich. Einfach nur klasse. Ja, das waren die Pickups, die ich diesen Monat neu hatte. Das ist ganz aktuell. Das ist kurz heute vor Videoaufnahme gekommen. Ja, haben wir wieder eine richtig schöne Sammlung an neuen Sachen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid oder gewesen seid, dass ihr mein Sinieren, mein Anhören in meinen Gedanken mit den Figuren
ja, dass ihr teilgenommen habt im Ganzen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe es. Hinterlasst ein Like. Sagt mir, was ihr hält von den Figuren. Sagt mir, welche eure Lieblingsfigur war. Auch vielleicht von den Legos. Habt ihr das auch gekauft? Was sagt ihr zu dem Ganzen? Habt ihr Erfahrungen mit den Wiederauflagen von Walmart? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Hinterlasst ein Like, ein Abo und bis dahin, euer Sascha.